Hallo Freunde, herzlich willkommen wieder mal zurück zu Final Fantasy VII Rebirth hier auf meinem Kanal. Ja, ein vom Planeten geschaffenes Kunstwerk. Ja, komm, sehr ruhig. In der letzten Folge sind wir hier noch ein bisschen durch den Cosmo Canyon durchgegangen und haben erst mit Blut der Königin gezockt. Ohne Ende. Die Quasselstruppe Karl war natürlich der schwerste Gegner bis dato hier. Mit den ganzen selbstopfernden Karten. Und eigentlich wollte ich ja jetzt gerne noch eine Schnellreise machen nach Gold Saucer. Oder ein Untergold Saucer, das wäre hier gewesen, genau. Aber da wäre ich gerne hin. Aber ich darf da gerade keine Schnellreise machen. Mach mal. Wahrscheinlich, weil wir gerade unseren guten Freund Nanaki bzw. Red 13 nicht dabei haben. Warte mal, kann ich da nicht nochmal weiter rein? Hier hin, ging auch. Ne, es sind halt gerade aktuell keine Schnellreisen verfügbar. Ach stimmt, da bin ich ja nur reingekommen, wenn ich in der Region war. Ja. Leider nein. Das ist halt der einzige, den ich gerade noch als Gegner haben kann. Und dann müssten wir auch mit dem Blut der Königin vielleicht quasi beim Finale sein. Ich weiß es nicht, ob da noch mehr Kartenspiele kommen. Muss ich dann sehen. Jetzt gehen wir mal hoch zu Bugenhagen und hoffen mal, dass wir mehr Informationen kriegen für unsere zukünftige Reise. Und wie wir den natürlich den Planeten schützen, erwarte ich natürlich auch, dass wir da eine Information kriegen. Aber, ja. Ganz schön weit hoch hier, ha? Huh? Wir sind auf jeden Fall sehr hoch hinausgekommen. Man sieht so einiges. Hier ist der Zutritt verboten. Wir dürfen niemanden reinlassen. Hier werden viele Wertsachen aufbewahrt. Und? Hier ist der Zutritt verboten. Hier werden viele Wertsachen aufbewahrt. Ja, hatten wir doch gerade schon. Siehste, Synthese, wollte ich mal gucken, was ich noch gerade so herstellen könnte. Was haben wir denn hier? Lack und, warte mal. Kriege ich das? Ach so, ja, stimmt. Gonkaga-Region, okay. Oh, hier. Kosmotit, ja, okay. Den hatte ich schon ein paar Mal gehabt. Chromerz fehlen zwei. Ja, hier sind so ein bisschen zu viele. Schneckenarmreif, Bikerreif, Mandantenarmschutz. Wie riecht die denn? Muss ich die alle noch irgendwo kaufen hier wieder, ha? Huh? Ah. Wenigstens die zwei Sachen kann ich noch herstellen. Oh Gott, die Quetzalcoatl-Kralle nochmal. Da müsste ich ja nochmal gegen den antreten. Oh, ja, nee, komm. Lass mal sein. Das wäre natürlich schon cool, wenn ich das zu 100% schaffe, indem ich alles da an Synthesematerialien hergestellt habe, aber suche ich mich ja immer dumm und dämlich. Nee, danke. Da müssen wir hin. Wenn es etwas gibt, wovor wir uns fürchten müssten, dann sicher nicht vor unseren Brüdern und Schwestern, mit denen wir zusammen auf diesem Stern leben, sondern vor fremden Wesen, die von außerhalb des Planeten kommen. Sie sind... Da sind sie ja schon, Opa! Ho, ho, ho! Nanaki hat mir alles über euch erzählt. Ich bin Ugo!
Hagen, Hagen. Ich unterrichte hier im Tal Planetenkunde. Man könnte sagen, ich weiß ein bisschen was von der Welt. Was heißt ein bisschen? Richtig gut kennst du dich damit aus, Opa. Naja, besser vielleicht als ein Jungspund wie du. Ich bin schon 48, falls du es vergessen hast. 48? Nanakis Spezies wird sehr alt. In Menschenjahren gerechnet ist er 15 oder 16 Jahre alt. Ich bin erwachsen. Alt genug, um dich und das Tal zu beschützen. Anders als mein feiger Vater. Lanaki, sag, hast du eigentlich allen im Tal schon von deiner Rückkehr berichtet? Noch nicht. Mach ich gleich. Entschuldigt das. Wollt ihr euch drinnen mal umsehen? Sehr gerne. Eris und Tifa wollten sowieso Sightseeing machen. Und irgendein Scheiß passiert doch dann gleich, wenn wir drinnen waren, oder? Kenne ich mal, das Motiv bekommen. Willkommen, verehrte Freunde von Nanaki. Hey, wir können uns hier auf ein paar Sachen angucken. Muss ich zuerst mit dir quatschen? Könnte ich. Aber ich muss auch das erst mir angucken. Na, gucken. Ho, ho, ho. Hier gibt es einiges an interessanten Geräten, was? Sie dienen alle meinen Studien der Planetenkunde. Nanaki hat sich ganz schön gemacht. Die Welt da draußen kennenzulernen, hat ihm sehr gut getan, denke ich. Dann? Dieses Gerät denn? Zeichnet die Aktivitäten des Planeten auf. Sehr empfindliche Technologie. Bitte ganz vorsichtig damit umgehen, ja? Aber was ist, wenn ich es kaputt machen wollen würde? Eine falsche Berührung und alles bricht zusammen. Na, Eris, hast du was gefunden? Oh, es geht noch das weiter nach oben. Das ist ein Modell unseres und der umliegenden Planeten. Und der ganze Staub repräsentiert wohl die Menschen. Naja. Hier wird das Wissen über den Planeten aufbewahrt. Hier haben wir das kristallisierte Gedächtnis unseres Planeten. Das geheimnisvolle Funkeln hat etwas ganz Besonderes, nicht wahr? Bis du die Sterne mit deinem Glanz in den Schatten stellst. Natürliche Materie, okay. Ich würde auch Edelsteine sagen. Oh, was ist das denn? Ist noch höher? Ein Bar, hm? Huh? Dann gucken wir uns alles an. Das ist Nanaki in jungen Jahren. Kaum wieder zu erkennen, was? Nichts als Unfug hatte er damals im Kopf. Puh, er sieht genauso aus wie vorher. Naja, gut. Das ist einer der ersten Makrodetektoren, die es je gab.
ist allerdings nicht mehr funktionsfähig. Noch etwas Geduld, bitte. Dort kommen wir später hin. Och, Manu. Der noch weiter hoch. Das hier ist das Modell eines Generators. Die Windkraft wird genutzt, um neue Luftströmungen zu erzeugen. Die echten gibt's mittlerweile ja in allen Ecken der Welt. Das Licht der Sterne, das wir hier observieren, kommt aus den Weiten des Universums und ist schon uralt. Die Sterne zu betrachten bedeutet vor allem, sich mit. Warte mal, von wo sind wir gekommen? Drüben, ne? Was ist? Hey! Na gut, gucken wir mal durch das Teleskop. Die Bewegung der Sterne hat Einfluss auf alles in dieser Welt. Hoho! Das weltgrößte Teleskop! Kein anderes Gerät kann die Bewegung der Sterne so präzise erfassen. Eigentlich gibt es keinen schöneren Blick auf den Sternenhimmel. Nur die Linse müsste mal wieder sauber gemacht werden. Tut mir leid. Dann haben wir da jetzt alles, oder? Das Licht der Sterne, das wir hier observieren, kommt aus den Weiten des Universums und ist schon uralt. Schon wieder? Was ist das denn? Das ist der Schrei des Planeten. Sein trauriges Klagelied. Man hört es dieser Tage nur allzu oft. Dank diesem Sprachrohr können wir seine Stimme aus den Tiefen des Erdreichs hören. Das ist nicht die Stimme des Planeten. Das sind die Armer. Seine Wächter. Oh, du scheinst dir da ja sehr sicher zu sein. Ja, weil sie in einer gefangen war. Weil wir sie selbst gesehen haben. In den Reaktoren in Gongaga und Coral. Sie sind riesig. Ho, ho, ho! Das klingt in der Tat überaus interessant. Doch, es könnten auch Illusionen als Folge einer Mako-Vergiftung sein. Damit ist nicht zu spaßen. Hä? Aber... Ho, ho. Verstehe. Verstehe. Es ist völlig offensichtlich, dass euch selbst die grundlegendsten Kenntnisse der Planetenkunde fehlen. Aha. Ja, ja. Doch das lässt sich ändern. Folgt mir einfach. Jetzt bin ich mal gespannt. Auffrischung in Planetenkunde. Was kriegen wir jetzt für eine Gehirnwäsche? Das hier ist unser Planetarium. Im Shinra-Gebäude besitzen sie ein wesentlich neueres Modell. Doch das hier ist das von mir gefertigte Original. Gut, dann wollen wir mal. Thank you.
Okay. Oh, sieht cool aus. Wie schön. Ho, ho. Es kommt noch besser. Oh, seht nur. In unseren Lehren geht es um den Planeten und seinen Platz im Universum. Es geht um die Lebewesen, die den Planeten bevölkern und ihre Verbindung zueinander. Das hier ist unser Planet, unser Zuhause. Er bietet uns alles, was wir zum Leben brauchen. Auf ihm wurden wir geboren. Und eines Tages werden wir auch auf ihm sterben. Hoffen wir. Wisst ihr, was dann mit uns geschieht? Unsere Körper zerfallen und kehren zum Planeten zurück. Doch was denkt ihr, geschieht mit unserem Bewusstsein, unseren Seelen? Auch sie kehren zum Planeten zurück, genau wie unsere Körper. Einträchtig vereint, kreisen sie von nun an um den Planeten. Sie kreisen, konvergieren, divergieren und bilden das, was die Menschen als Lebensstrom kennen. Wie der Name vermuten lässt, ist der Lebensstrom die Lebensader des Planeten. Seine ganze spirituelle Energie fließt in ihm. Damit der Planet weiter bestehen kann, benötigt er genau diese spirituelle Energie. Okay. Falls sie eines Tages komplett aufgebraucht sein sollte. Wenn wir alle gleichzeitig sterben würden, dann ja der Lebensstrom nicht schwinden, oder? Wäre dann nichts mehr abzwacken. Naja, mal gucken. Damit kennt ihr nun das Fundament der Planetenkunde. Verbrauchen wir Marco, nehmen wir dem Planeten seine Lebensgrundlage. So ist es. Wird die Energie aus dem Lebensstrom zu Marco geformt, dann kann sie nie wieder in ihn zurückkehren. Sie wird von den Maschinen verschlungen und verschwindet einfach. Sind Sie sich da ganz sicher? Könnte es nicht sein, dass sie in den Lebensstrom zurückkehrt und dort eine vollkommen andere Gestalt annimmt? Was meinen Sie? Interessant. Ja, eine neue Theorie. Vielleicht wäre es gut, wenn du an unserem Seminar teilnimmst. Sie haben gerufen? Sei so gut. Gehört hat. Führ die junge Dame doch bitte zu unserem Seminar. Hier entlang, bitte. Gut. Mich auch. Was darf Cloud machen? Um es zusammenzufassen, verschwindet das Leben auf dem Planeten. Verschwindet auch der Planet. Das ist klar. Wie können wir das verhindern? Sollten wir die spirituelle Energie stärken? Woher soll ich das wissen? Verzeih, doch ich habe das Gefühl, dass mein Wissen erschöpft ist. Diese Situation ist neu für mich. Früher
hatten die Menschen keinen so großen Einfluss auf den Planeten. Menschen ändern sich und der Planet ebenso. Auch die Wissenschaft muss es tun. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Dass ich nie alles über den Planeten wissen werde, macht mich traurig. Das glaube ich. Interessiert ihr euch für die Planetenkunde? Dann solltet ihr unser Seminar besuchen. Dort lernt ihr alles, was es zu wissen gibt. Mal nochmal zwischenspeichern. Das ist aber schon cool aufgezogen, muss ich mal sagen. Also wir müssen auf jeden Fall nach unten. Wie weit wird das noch Wissen hin? Über den Planeten aufbewahrt. Vielen Dank, dass ihr euch so gut um Nanaki gekümmert habt. Meister Bugenhagen hat mir mitgeteilt, dass ihr alles mitnehmen könnt, was ihr auf eurer Reise braucht. Oh ja, schaut bitte. Euch doch gerne einmal in Ruhe um. Hopp. Hier. Aufmachen. Hä? Gunst des Planeten in zweierlei Farben? Ja, von mir aus. Ja gut, 5000 Gil. Osmotiten wären schön. Ah, eine Waffe. Hoffentlich nicht wie Katie. Weil ich habe noch nicht mal das rote Megafon zu Ende. Naja. Hä? Wer bist du? Jetzt bedient euch schon. Hab ich doch. Ich muss ganz runter, echt? Mann. Eine einzige echte Materia hier. Was für eine Zeitverschwendung. Von diesen Planetenkundlern ganz zu schweigen. Ein Haufen aufgeblasener Besserwisser, die sich aufspielen wollen. Nein, Fräulein. Bugenhagen hat mir euer Kommen angekündigt. Über eine Teilnahme am Seminar würden wir uns sehr freuen. Ich bringe euch gerne hin. Ja, mache mal. Es macht keinen Unterschied. Denn wir sind eins mit dem Planeten. Hast du dich jemals mit dem Innersten des Planeten oder mit dem Planeten? Oh, hier stimmt, hier war ich wohl noch nicht. Ich kenne alle hier durch das Studium der Planeten. Hier findet gerade ein Seminar statt. Ich bitte um Ruhe. Auch wenn mein Äußeres anderes vermuten lässt, so bin ich doch den feingeistigen Dingen des Lebens zugetan, wie Gedichten oder Gesang. Mein Vater war jedoch nie damit einverstanden. Bitte, das Seminar wird in Kürze beginnen. Okay. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. Meister Bugenhagen hat mir alles berichtet. Nun steht einer Teilnahme am Seminar nichts mehr im Wege. Achso, ich höre gar nicht vorher hergekommen. Na gut. Doch inzwischen weiß ich, dass er Unrecht hatte. Die Extra-Energie, die ich vom Planeten erhalten habe, ist nicht verloren.
Oh. Und du, junge Dame? Du siehst so aus, als hättest du etwas zu berichten. Gern. Also ich... Nun ja. Ich bin in den Lebensstrom gefallen. Oh. Der Lebensstrom ist ein wunderschöner Ort. Erfüllt von Erinnerungen. Ich fühlte mich von Güte umschlossen. Und lang vergessene Erinnerungen strömten in mich. Es war warm dort, im Herzen des Planeten. Aber gleichzeitig herrscht dort Krieg. Ein Krieg gegen einen Mann, der den Planeten zerstören will. Ich meine, wir brauchen den Planeten und er braucht uns. Deshalb müssen wir kämpfen, entschlossen und mit vereinter Kraft. Doch auf das Wie habe ich noch keine Antwort. Ich dachte, hier würde ich sie finden. Das soll keine Kritik an der Planetenkunde sein. Und ich will auch niemandem Angst machen. Aber... Also... Tut mir leid. Ich kann es nicht richtig erklären. Aber es gibt doch nichts zu entschuldigen. Und wenn du es noch einmal versuchen möchtest, dann sind wir immer für dich da. Stell dir auch weiterhin diese Fragen. Denn dann wird sich die Antwort irgendwann zeigen. Nun denn, wir sollten uns so langsam an die Vorbereitungen machen. Meine Lieben, das Seelengeleit beginnt in Kürze. Ich sehe jetzt schon wieder das Seelengeleit. Wir gehen schon mal vor. Darf ich nicht mit? Das ist für ein Quatsch. Hier mal mit ihren Liebe und Gnade. Immer noch die Offenbarung halt. Und halt natürlich den Kommandanten Armschutz. Chrom. Warte mal. Ja, warte mal. Stimmt, hier könnte ich ihn herstellen. Chromerz, Kosmotit. Chromerz brauche ich auf jeden Fall und. Ja, Offenbarung. Super. Im Moment. Durch die vielen Meditationen. Nachdem ich so viele Geschichten im Sinn. Ja? Ist was? Der Älteste. Alles Leben befindet sich auf einer Reise. In der Nacht des Seelengeleits fühlen wir uns sehr stark mit dem Planeten verbunden. Also ich gehe stark davon aus, dass wir zur Flamme müssen. Ja. Freunde, aber ich würde mal sagen, das Seelengeleit machen wir erst in der nächsten Folge dann, wenn es wieder ist. Final Fantasy 7 Rebirth. Wir werden dann mit allen hier quatschen, hoffen, dass wir uns natürlich noch mit der Freundschaft mit allen verbessern können. Und ja, sag nur ciao ciao, schalt wieder ein. Bis dahin, ich weiß, die Folge ist ein bisschen kürzer geworden, aber wenigstens hat es mehr diesmal von der Hauptstory beinhaltet, was das Storytelling selbst angeht. Nicht irgendwelche Nebenmissionen, von daher...
Schaltet wieder ein, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare und wie immer, ciao, ciao und bis dahin.